Liebe Britta Lambert, es war gerade wieder ein Feuerwerk an wundervoller, lichtvoller Energie mit dir in unserem Interview, was wir miteinander hatten. Ich freue mich riesig, dass du beim Seelenlichtkongress dabei bist. Sag uns ganz kurz, worum es ging in groben Zügen oder sagen wir mal einfach so, welche Energie dürfen wir erwarten? Ja, wir haben viel darüber gesprochen, wie wir, ich würde mal ganz grob sagen, diese Welt gemeinsam zu einem besseren Ort machen können, welchen wichtigen Beitrag jeder Einzelne dazu leisten kann. Wir haben darüber gesprochen, dass wir ohne Angst gar nicht mutig sein können und wie wir wirklich Angst in Liebe und in Urvertrauen wandeln können. Es ging um Hingabe und dass wirklich diese Energie des Ich weiß es nicht den ganzen Ozean aller Potenziale enthält. Und wir letztlich eigentlich erinnern dürfen, dass wir gar nichts werden können, was wir schon längst sind, nämlich das Licht. Und dass es darum geht, dass wir das erkennen und dass wir deswegen immer mal wieder durch den Schatten wandeln dürfen. Und wenn wir unser Bewusstsein darauf lenken, dass wir das Licht sind, dass dann eigentlich schon alles gut ist. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Britta. Und schaltet unbedingt an, weil ihr werdet spüren von der ersten Minute an, so ging es mir jedenfalls, dass wir alle Teil dieses großen Ganzen sind. Ihr werdet spüren, wie euer Licht Impulse bekommt, einfach durch das, was Britta uns aussendet. Die wundervolle Seelenschamanin Britta C. Lambert. Ich kann dir nur alles, alles Liebe wünschen auf deinem Weg, Britta. Und herzlichen Dank, dass du dabei bist bei diesem Kongress. Ja, danke von Herzen für die lieben Wünsche. Das kann ich nur zurückgeben und ich bin so gerne dabei. Alles Liebe und möge es ein Feuerwerk des Lichts geben, eine Kettenreaktion des Lichtes, dein Kongress. Das wünsche ich dir, das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Danke.